Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom Februar für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich muss sagen, der Februar war eigentlich ganz so guter Monat wie der Januar, aber er war immer noch gut. Ich habe im Februar insgesamt 8 Bücher gelesen und ein Buch habe ich auch im Februar wieder abgebrochen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach erstmal mit den Büchern und ich zeige euch, was ich gelesen habe. Das erste Buch auf meinem Stapel ist Silbernes Schweigen von Nalini Singh. Der erste Teil der zweiten Staffel der Gestaltenwandlerreihe. Ich glaube, das habe ich jetzt zum 150. Mal gesagt. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal erwähnen. Also es ist der insgesamt 16. Band der Gestaltenwandlerreihe. Auch dieses Buch hat mir wieder richtig gut gefallen. Ich mochte die Geschichte sehr. Ich fand das neue Gestaltenwandlerrudel, was wir hier kennenlernen, ganz, ganz toll. Die Bären sind einfach so toll. Ich fand Valentin so toll und ich fand die Babybären so toll. Wenn man sich diese kleinen, tapsigen Bärchen, oh, das war so süß. Und ja, also ich fand die Bären ganz, ganz toll. Ich fand das Setting wieder ganz, ganz toll. Ich fand die Geschichte, die Nalini Singh hier wieder drumherum gebaut hat, richtig gut. Meine Neugierde auf die Geschichte wurde auf jeden Fall wieder aufs Neue geweckt. Und Nalini Singh schafft es da einfach immer, mich immer wieder abzuholen und mich immer wieder zu fesseln. Und ja, das war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte wieder. In dem 16. Band ging es ja jetzt um Silver Merchant und Silver ist ja die Chefassistentin von Caleb Krycek. Ich hatte in den vorherigen Bänden schon immer mich gefragt, was es so mit Silver auf sich hat. Und ich habe mir immer gewünscht, dass Silver ihre eigene Geschichte bekommt und dass sie jetzt bekommen hat, war für mich so, ach, so toll und ach, es war so schön. Und ja, ich kann nur sagen, tolle Handlung, tolle Charaktere, wobei ich sagen muss, dass ich Silver als Charakter und Protagonistin in unserer Geschichte nicht immer hundertprozentig verstehen konnte. Ich konnte ihre Handlungsweise nicht immer so hundertprozentig nachvollziehen, aber das hat mich jetzt so im Großen und Ganzen für die Geschichte nicht weiter gestört. Und ja, also tolle Charaktere, auch die Nebencharaktere, die hier in diese Geschichte noch mit eingeführt worden sind. Das war richtig, richtig toll und man bekommt auf jeden Fall wieder richtig Lust auf die Gestaltenmantelreihe. Und ich möchte jetzt schon von so vielen Leuten gerne eine eigene Geschichte haben, dass ich so denke, so, ah, wann kommt das nächste Buch raus? Und ja, ich weiß ja, dass das noch ein bisschen dauern wird jetzt leider wieder. Ich glaube, Nalini Singh schreibt das neue Buch gerade aktuell. Und es wird in dem neuen Teil, der jetzt da danach kommt, auf jeden Fall um Bowen gehen. Jeder, der die Reihe kennt, weiß ja, dass Bowen der große Menschenratsvorsitzende ist. Also er ist ein Mensch und um ihn soll es wohl in dem neuen Band gehen. Und da freue ich mich schon drauf. Und ja, ich freue mich einfach. Also tolle Handlung, tolle Charaktere, ein richtig, richtig tolles Setting. Ich fand die Bärenhöhle ganz, ganz toll. Ich fand Moskau als Stadt auch sehr, sehr cool. Und der Schreibstil von Nalini Singh hat mir auch wieder richtig, richtig gut gefallen. Ich mag ja ihre Art, Geschichten zu erzählen sehr. Und es war einfach eine so, so tolle Geschichte. Und ich kann jedem wirklich nur die Gestaltenmantelreihe empfehlen, der mit Nalini Singh im Schreibstil auch klarkommt. Und ja, ich mag einfach ihre ganze Art und Weise und es ist so toll und cool und ach ja, ich war so traurig, als das Buch wieder vorbei war. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich im Februar gelesen habe und zwar war das Mr. O, ich darf dich nicht verführen von Lauren Blakely. Das ist quasi der zweite Teil zu Big Rock, also die Bücher gehören quasi zu einer Reihe. Also ich glaube jetzt nicht, dass es dafür direkt eine Reihenbezeichnung gibt, aber in diesem Buch geht es um den besten Freund von unserem Protagonisten aus dem ersten Teil und dieses Buch ist auch wieder aus seiner Sicht geschrieben, wie auch Big Rock schon. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, denn ich finde, man konnte sich dadurch gut in ihn hineinversetzen und man hat aber trotzdem mitgekriegt, was bei ihr alles so passiert. Mir geht es so, ich kann Frauen besser verstehen und ich kann ihre Gefühle besser nachvollziehen, auch wenn ich gerade nicht die Geschichte aus ihrer Sicht lese. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall ja, ist das Buch wieder aus seiner Sicht geschrieben, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte auch die ganze Art und Weise, wie Lauren Blakely diese Geschichte erzählt hat, sehr. Ich fand den zweiten Teil hier sogar noch ein bisschen besser wie Big Rock. Ich muss sagen, dass mir die Handlung sehr, sehr gut gefallen hat und dass mir besonders Harper und Nick sehr, sehr gut gefallen haben. Die haben so eine ganz, ganz tolle Mischung abgegeben, die haben sich immer geneckt, die haben sich nichts geschenkt und das war einfach eine ganz, ganz, wie gesagt, tolle Mischung zwischen den beiden und das hat einfach super harmoniert mit der Geschichte auch zusammen und ja, deswegen hat mir Mr. O auf jeden Fall noch ein bisschen besser gefallen wie Big Rock und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle, süße, erotische Liebesgeschichte und ja, ich mochte es sehr. Ha, I like it. I like it, I like it, I like it. Die Geschichte hier spielt auch wie der erste Teil wieder in New York und ich liebe ja New York als Setting. Ich glaube, das brauche ich jetzt zum gefühlt 100.000. Mal nicht nochmal zu erwähnen. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Schreibstil von Lauren Blakely hat mir auch gut gefallen und ich mochte einfach diese ganze Chemie zwischen den beiden Hauptcharakteren sehr und es ist eine super tolle Geschichte und ihr solltet sie euch auf jeden Fall mal mit anschauen, wenn ihr gerne solche erotischen Liebesgeschichten lest und ja,
I like it. Das nächste Buch, dazu habt ihr die Woche schon ein Video bekommen, und zwar war das Save Me von Mona Kasten. Dieses Buch habe ich so kurz vor knapp Ende Februar noch beendet. Ich muss sagen, dass Save Me von der Handlung her mir nicht so gut gefallen hat. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben offen. Ich weiß, dass Mona Kasten, was die Handlung betrifft, mehr kann. Und die Handlung hier war mir einfach zu standardisiert. Das war mir zu standardisiert New Adult. Also das war so eine typische Teenie-Schulgeschichte, wie man sie auch aus tausenden von Teenie-Filmen schon kennt. Und das fand ich ein bisschen schade, denn ich weiß, dass die Autorin mehr kann. Also das hat sie auch in ihrem Schreibstil bewiesen. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch wirklich mich nachmittags hier hingesetzt, habe das bis abends gelesen, dann hatte ich den nächsten Tag nur noch 100 Seiten, die habe ich dann auch noch durchgezogen. Also ich habe es auf zweimal gelesen und dann beendet. Und ich muss sagen, dass Mona Kasten es geschafft hat, die Geschichte für mich gut zu erzählen. Also ich bin super flüssig durch das Buch gekommen. Ich konnte es nicht weglegen. Ich wollte wissen, was als nächstes passiert. Aber so im Großen und Ganzen war die Handlung im Endeffekt doch ein bisschen schwach. Und ich hoffe einfach, dass hier im zweiten und dritten Teil, wo es ja auch wieder um Ruby und James geht... Oh, Moment. Jetzt musste ich gerade mal niesen. Es geht ja im zweiten und dritten Teil auch noch um Ruby und James. Und ich hoffe, dass da einfach von der Handlung her noch viel, viel mehr passiert und dass da noch ein bisschen was Spannenderes passiert und dass das von diesem Standardisierten einfach abweicht. So ging es mir auch mit den Charakteren. Die Charaktere waren mir einfach zu oberflächlich, zu blass. Das war einfach irgendwie... Ich weiß auch hier, dass Mona Kasten mehr kann. Und das war einfach so... Das war wie bei Cold Wolf City. Da habe ich auch schon so gedacht, boah, Frau, was hast du hier getan? Das ist so ganz anders. Und das war so... Also so schlimm war es jetzt hier nicht. Aber ich muss sagen, dass mir die Charaktere halt nicht so gut gefallen haben. Gerade diese Freunde von James, diese Clique, die fand ich ganz, ganz schrecklich und ganz, ganz furchtbar. Ihre Eltern fand ich okay, aber was ihre Schwester auch betraf, die konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wie ihre Schwester aussieht. Ihre Schwester wurde als ein bisschen molliger, also molliger in Anführungsstrichen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was für eine Figur diese Schwester hat. Sie wurde als ein bisschen, ich weiß es nicht mehr genau, als was bezeichnet. Aber auf jeden Fall, ich sage mal mit meinen Worten, ein bisschen molliger, jetzt nicht vollschlank. Und ich weiß aber auch trotzdem nicht, wie diese Schwester aussieht. Und das ist für mich nicht so greifbar gewesen. Und so ging es mir bei den ganzen Charakteren. Und auch, wie gesagt, was die Entwicklung der Charaktere betraf, hat es mich nicht überzeugen können. Und gerade das Ding, was James hier am Ende bringt, das war so... Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar gewesen. Und ja, es war ein offenes Ende. Es gab natürlich einen Cliffhanger, aber trotzdem habe ich das, was er da getan hat, am Ende nicht so hundertprozentig nachvollziehen können. Die Charaktere waren für mich auch nicht richtig greifbar. Und ich hoffe, dass, was die Charakterentwicklung betrifft, dass hier im zweiten Teil auf jeden Fall noch mehr kommt und da noch einiges passiert. Denn sonst wäre ich wirklich enttäuscht. Also ich möchte die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Ruby und James weitergeht. Das ist eine Geschichte, die echt Potenzial hat. Auch wenn der erste Teil für mich ein bisschen schwach war. Und ja, ich hoffe, dass... Save Me, Save You heißt der zweite Teil, dass der da wirklich ein bisschen mehr reißen kann. Und ja, lass mich da jetzt einfach mal überraschen. Ansonsten hat mir das Buch ganz gut gefallen. Es war ganz nett so für zwischendurch, aber es ist kein Buch, was mich jetzt extrem begeistern konnte, auch wenn ich es sehr, sehr schnell gelesen habe. Machen wir mal mit einem Buch weiter, was mich auch leider so überhaupt nicht überzeugen konnte, was ich aber bis zum Ende durchgezogen habe. Und zwar Das Herz des Verräters von Mary E. Pearson. Das ist der zweite Teil zu den Chroniken der Verbliebenen. Ich habe den ersten Teil Ende letzten Jahres mit Annika und Sina gelesen und ich habe auch den wieder mit Annika und Sina gelesen. Und ja, Annika hat das Buch nicht bis zum Ende geschafft. Die hatte dann echt zwischendrin irgendwann keinen Bock mehr. Und ich konnte es so verstehen, aber ich wollte das Buch einfach zu Ende lesen, weil ich einfach wissen wollte, ob sich dieses ganze Buch wirklich nur mit diesem Thema der Flucht beschäftigt. Das war für mich irgendwie so ein bisschen, ich konnte das nicht so ganz verstehen, aber es beschäftigt sich tatsächlich das ganze Buch nur mit einer Flucht. Dieses Buch hat 500 und Seiten und dieses Buch beschäftigt sich mit einer Flucht. What the... Ja, also das Buch war für mich einfach zu langatmig. Es ist die ersten 430 Seiten gefühlt nichts passiert, außer dass der Ort, wo die gefangen gehalten wurden, diese Stadt und dieser Stamm beschrieben wurde. Dann passierte natürlich noch so ein bisschen was, was dieses große Ganze betrifft. Aber auch das hätte man um einiges kürzer fassen können. Und ja, diese Sachen, die sich da aufgetan haben, das war auch alles so nicht meins. Und das hat mich alles nur genervt. Und dann muss ich aber sagen, waren die letzten 70 Seiten wirklich echt interessant. Da ist dann auch viel passiert. Da hat die Autorin wahrscheinlich echt gedacht, so jetzt muss ich nochmal was bringen. Jetzt habe ich hier 400 Seiten Wischiwaschi geschrieben, jetzt muss mal auch noch was kommen. Und dann war das Ende wieder so doof und dann hatte das Ende wieder so einen Cliffhanger. Und ich denke mir so, eigentlich möchte ich jetzt schon gern wissen, wie es weitergeht. Aber nein,
Ich werde diese Reihe nicht weiterlesen. Ich habe sie für mich offiziell als abgebrochen gezählt, die Reihe. Ich habe den zweiten Teil noch durchgezogen, aber für mich ist jetzt hier Schluss. Ich gebe mir das jetzt nicht nochmal zwei Bücher lang, dass ich das Buch einfach grützelangweilig finde und ich nur wissen will, wie es weitergeht. Dann gucke ich mir auf Wikipedia oder sonst wo irgendwo eine scheiß Zusammenfassung an, damit ich weiß, wie es ausgeht. Aber ich gebe mir das jetzt nicht nochmal. Alle Fans von den Chroniken der Verbliebenen da draußen, es tut mir leid, aber ich glaube, Mary Pearson ist einfach nicht meine Autorin, genau wie Cassandra Clare einfach nicht meine Autorin ist. Diese Schreibstile sind mir einfach zu ausladend, zu umfassend. Das ist mir zu viel drumherum. Wie gesagt, dieses ganze Buch hat sich mit dem Thema diese Flucht beschäftigt, weswegen mir die Handlung auch nicht so gut gefallen hat. Die Charaktere haben mich auch teilweise wirklich nur noch genervt und zum Ende hin. Was das Setting betraf, das war wirklich sehr detailreich und gut beschrieben, weil mehr gab es in diesem Buch ja auch nicht. Und ja, der Schreibstil war auch einfach nicht meins. Der war mir einfach zu langatmig, teilweise zu schwülstig auch und ja, es hat mir einfach nicht gefallen und deswegen ist diese Reihe jetzt hiermit für mich beendet. Dann habe ich im Februar noch gelesen, dieses Schätzchen hier, Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen von Leigh Bardugo. Das ist der erste Teil der DC Icons Reihe. Das heißt, dass DC in Verbindung mit Warner Brothers und den ganzen Autoren eine Reihe rausbringt, wo es in jedem Buch um einen anderen Superhelden geht. Bei den Büchern ist es so, dass jede Geschichte von einem anderen Autor nochmal neu erzählt wird. Also als nächstes kommt bei uns, glaube ich, Batman raus. Und Batman wird von Mary Lou erzählt. Dann gibt es noch Catwoman. Catwoman ist von Sarah J. Maas erzählt. Das kommt, glaube ich, im Dezember. Und dann soll nächstes Frühjahr noch Superman rauskommen von Matt Dillapena, wenn ich mich jetzt recht entsinne und den Namen richtig ausgesprochen habe. Und ja, die Idee finde ich wirklich richtig, richtig cool, dass man sich da so zusammengesetzt hat, um da quasi mal nochmal die Geschichten des Superhelden neu zu erzählen. Ich mochte die Handlung sehr, die war zwar streckenweise ein bisschen langatmig, so über ein, zwei Kapitel mal, wo jetzt nicht unbedingt so viel passiert ist, wo jetzt halt auch mal viel, naja, beschrieben wurde und, aber das war wirklich nur so streckenweise und ich muss sagen, gerade zum Ende hin, so die letzten 100 Seiten, da hat Leigh Bardugo wirklich wieder gezeigt, was sie kann und hat wirklich ein Turn nach dem anderen nochmal rausgehauen und ich denke mir nur so, what fuck, was ist hier bitte los? Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Oh mein Gott. Am Ende war einfach alles anders wie gedacht und man kam einfach auch nicht auf diese Idee, dass es so hätte sein können und das fand ich einfach richtig gut und damit hat Leigh Bardugo mich einmal mehr wieder überzeugt, dass diese Frau einfach Bücher schreiben kann. Und ja, ich fand Wonder Woman ganz, ganz toll. Also wie gesagt, ganz, ganz tolle Handlung. Die Charaktere haben mir auch gut gefallen, auch wenn sie hier und da so ihre Schwächen hatten. Das lag aber wahrscheinlich wieder daran, dass die Charaktere aus 16 bzw. 17 Jahre alt sind und für mich deswegen nicht so greifbar gewesen sind. Aber auch hier waren mir die Charaktere wirklich sehr, sehr sympathisch. Also ich mochte die Art und Weise, wie die Charaktere so drauf waren. Und wie gesagt, es gab so hier ein, zwei Stellen, was ich nicht ganz verstehen konnte. Aber das ist ja, wie gesagt, meine persönliche Meinung wieder. Ansonsten kann ich nur sagen, vom Setting her hat es mir gut gefallen. Ich fand die Beschreibung in dem Buch richtig gut. Ich konnte mir New York richtig gut vorstellen, wie Leigh Bardugo das beschrieben hat. Ich konnte mir aber auch diese Insel der Amazonen, Themyscira, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ich es richtig ausspreche, das hat mir auch richtig gut gefallen. Das mochte ich auch sehr. Und ja, der Schreibstil von Leigh Bardugo. Was soll ich dazu sagen? Ich mag den Schreibstil von Leigh Bardugo einfach sehr. Er ist actionreich, er ist nicht zu schwülstig. Ich bin ja ein Mädchen in Anführungsstrichen. Ich bin ja eigentlich kein Mädchen mehr, ich bin ja eigentlich schon eine erwachsene Frau, aber manchmal werde ich halt auch ich zum Kleinkind. Auf jeden Fall bin ich ja ein Mädchen, was eigentlich eher so auf Kitsch und Klischee steht, was ja Leigh Bardugo ihr Schreibstil gar nicht ist. Aber trotzdem mag ich ihn einfach so, weil er einfach so, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, er ist einfach so actionreich und er ist einfach so, so offen und diese Frau schafft es einfach immer wieder so Wendungen einzubringen, die man auch nicht kommen sieht. Dann wird noch was über den Charakter enthüllt und sie baut einfach ganz, ganz tolle Konstrukte in dieser Geschichte und zu den Charakteren und es überrascht einen halt immer wieder und sie verpackt das halt auch alles so toll und ja, ich mag einfach die Art, wie Leigh Bardugo Geschichten erzählt und Wonder Woman hat mir auch wieder richtig, richtig gut gefallen. Wenn ihr mal die Geschichte von Diana der Amazone lesen wollt auf eine etwas andere Art und Weise, dann schaut euch Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen auf jeden Fall an. Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Und ja, ich freue mich jetzt, wenn Batman und Catwoman und Superman noch erscheint und bin gespannt, was diese Bücher für uns bereithalten. Das nächste Buch, was ich im Februar gelesen habe, war Wie die Stille unter Wasser von Brittany C. Cherry. Und ich glaube, zu diesem Cover muss ich nichts mehr sagen. Ich glaube, ich habe mich dazu schon mehr als einmal geäußert. Und ja, ich muss sagen, dass mir auch hier das Buch richtig, richtig gut gefallen hat. Ich muss wirklich sagen, dass das bisher wirklich mein liebster Teil dieser Reihe ist, ganz einfach, weil ich mich mit der Protagonistin am ehesten identifizieren konnte.
Also nicht im Sinne von, dass ich so traumatisiert bin wie die Protagonistin, aber ich konnte mich mit ihren Zweifeln und ihren Ängsten gut identifizieren. Also jetzt nicht so krass, wie das bei ihr ist, aber ich glaube, jeder trägt so Selbstzweifel in sich und jeder ist unsicher und jeder hat Ängste und das kam einfach in diesem Buch richtig gut rüber und ich konnte mich einfach richtig gut hineinversetzen und ich glaube, deswegen gefällt mir das Buch jetzt persönlich aus dieser Reihe am besten. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung von dem Buch richtig gut gefallen hat. Ich fand die von vorne bis hinten ganz, ganz klasse. Mir haben die Wendungen in diesem Buch gefallen, mir haben die Zeitsprünge in diesem Buch gefallen. Ich fand das toll zu sehen, wie die Charaktere sich entwickelt haben, womit wir dann gleich mal zu den Charakteren kommen, die ich auch richtig, richtig mochte. Ich mochte Brooke, ich mochte Maggie, ich fand die Nebencharaktere richtig toll, bis auf die Mutter konnte ich nicht leiden. Aber ansonsten fand ich die Nebencharaktere wirklich richtig, richtig gut und das Ganze drum und dran hat einfach gepasst. Vom Setting her haben wir hier nicht wirklich viel. Also wir befinden uns hier immer in dem Haus von Maggie, wo sie wohnt. Und da sie das Haus nicht verlässt, haben wir jetzt nicht so viel vom Setting drum und dran. Da man das Buch teilweise aus der Sicht von Brooke liest, wechselt natürlich das Setting schon zwischendurch auch mal mit. Aber es wird da jetzt nicht allzu viel drumherum beschrieben. Aber ansonsten kann ich nur sagen, dass es vom Setting her, es von den Beschreibungen mir gut gefallen hat. Ich konnte mir das gut vorstellen. Und ja, der Schreibstil von Brittany C. Cherry, was soll ich dazu sagen? Diese Frau schreibt einfach so, so toll. Sie findet so tolle Worte. Sie schafft es einem, Dinge, auf die man nicht so achtet, die für uns selbstverständlich sind, noch einmal so ins Bewusstsein zu rufen und dass man nochmal drüber nachdenkt und dass einem auch mal klar wird, dass eben viele Dinge nicht selbstverständlich sind, die für uns halt vielleicht selbstverständlich sind. Das war jetzt ziemlich viel selbstverständlich in einem Satz. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich einfach so toll. Und ich finde, sie schreibt es einfach so schön. Und sie schafft auch ganz, ganz tolle Metaphern, womit sie Dinge auch nochmal erklärt. Und ich liebe einfach den Schreibstil von dieser Frau. Die schreibt so toll. Und da muss ich auch echt die Übersetzung an dieser Stelle einfach mal loben, weil die ist auch richtig, richtig gut. Die gefällt mir auch sehr. Und ja, ich mochte Wie die Stille unter Wasser wirklich total. Viele haben sich ja beschwert, dass dieses Buch unrealistisch ist, weil es sich absolut null mit dem Thema Traumabewältigung auseinandersetzt. Wobei ich mir aber sage, dieses Buch ist in erster Linie eine Liebesgeschichte. Das Thema Traumabewältigung ist in diesem Buch einfach null thematisiert, weil es halt einfach nicht das Thema ist von der Geschichte. Das Thema in dieser Geschichte ist die Beziehung zwischen Maggie und Brooke. Und das steht im Vordergrund und nicht, wie werde ich therapiert nach dem, was mir passiert ist. Es wird angedeutet in der Geschichte, dass Maggie verschiedene Therapien gemacht hat, dass ihre Familie deswegen auch Geldprobleme hat und dass ihre Mutter halt auch immer noch nach einer Lösung sucht und neue Therapieansätze und hast du nicht gesehen. Und das wird in Nebensätzen schon aufgezeigt und gesagt, aber es wird halt nie thematisiert. Also du liest in dieser ganzen Geschichte nicht, wie Maggie zu einem Therapeuten geht, wie er ihr irgendwelche Handlungsweisen, Behandlungen da erzählt. Es ist einfach kein Thema in dieser Geschichte und dessen sollte man sich bewusst sein. Aber ich persönlich finde halt, Bücher müssen nicht immer so thematisiert werden. Denn wenn ich ein Buch über Traumabewältigung lesen möchte, dann lese ich ein Sachbuch zum Thema Traumabewältigung. Oder Therapien dazu. Oder keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Also für mich muss das in der Liebesgeschichte absolut nicht drin sein. Weil ich möchte mich in diesem Buch auf diese Liebesgeschichte konzentrieren. Und auf die Charaktere und nicht auf das Thema Traumabewältigung. Deswegen finde ich es absolut nicht schlimm, dass dieses Buch in dem Sinne unrealistisch ist. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, ich habe dazu auch 2, 3 Kommentare bekommen unter meinem Video zu diesem Buch, ist, dass die Traumata von Maggie, wo sie sie einmal überwunden hatte, einfach weg waren. So von jetzt auf gleich. Das wurde dann auch nicht mehr thematisiert. Das war dann halt einfach weg. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das war selbst mir so ein bisschen zu brachial, so busch, weg, Thema erledigt. Da hätte ich mir auch so vielleicht noch mal 2, 3 Sätze einfach so zu dem Thema gewünscht, wie das im Nachgang so mit ihr gelaufen ist. Aber es ist jetzt für mich jetzt absolut nicht schlimm und das tut jetzt für mich der Geschichte keinen Abbruch. Deswegen kann ich nur sagen, dass mir Wie die Stille unter Wasser richtig gut gefallen hat. Ich liebe das Buch sehr und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das ist ganz, 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 ganz toll. Und das Cover ist immer noch ganz, ganz toll. Ich liebe das Cover. Das nächste Buch, was ich im Februar noch mitgelesen habe, ist eins von meinen 18 für 18 Büchern gewesen. Und zwar Legend, Fallender Himmel von Marie-Lou. Dieses Buch ist ja eine Jugenddystopie und ich muss sagen, dass mir das Buch richtig gut gefallen hat. Ich mochte die Handlung von vorne bis hinten total. Ich fand den Ansatz der Geschichte richtig, richtig toll. Ich fand die Wendungen in der Geschichte richtig toll. Ich bin sehr gespannt, wie es hier in diesem Buch weitergeht. Ich bin gespannt, was die Geschichte noch so bereithält. Und ja, ich kann nur sagen, von der Handlung her hat mir das Buch richtig gut gefallen. Was die Charaktere betraf, haben die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte Jay, ich mochte June. Ich fand es auch toll, dass man das Buch aus den Sichtweisen von allen beiden gelesen hat, im
immer im Wechsel in den Kapiteln. Denn so konnte man immer verstehen, was in den beiden vorgeht. Und man konnte auch während des Lesens den einen oder anderen Charakter gerne mal auf den Mond schießen. Und man hat sich gedacht, nein, warum tust du das jetzt? Nein, tu es nicht. Aber das war halt auch cool so zu lesen. Denn im Nachgang hat man das Ganze doch auch schon irgendwie wieder verstanden und nachvollziehen können. Und ja, auch die Nebencharaktere haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die fand ich auch richtig toll und die waren mir super sympathisch. Vom Setting her befinden wir uns hier in Nordamerika, in Los Angeles. Aber das Amerika, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr, sondern das Land ist gespalten. Und diese beiden gespalteten Länder führen quasi Krieg gegeneinander. Und auch das fand ich sehr, sehr interessant. Das fand ich auch sehr, sehr interessant in der Geschichte. Und das wird definitiv noch eine große Rolle spielen für unsere Dystopie, hoffe ich. Und ja, ansonsten, das Buch spielt in Los Angeles, natürlich in einem anderen Los Angeles. Aber mal abgesehen davon, dass ich Probleme mit den Größenverhältnissen hatte, wie immer. Ich habe immer Probleme mit den Größenverhältnissen, mir so Städte und auch alles vorzustellen. Wobei ich ja sagen muss, man weiß ja eigentlich, wie groß Los Angeles ist. Aber diese ganzen Bezirke, wie das da eingeteilt war, das war für mich schon irgendwie nicht ganz so greifbar. Aber ansonsten hat mir das Setting schon sehr, sehr gut gefallen und ich mochte es sehr. Ich fand der Schreibstil von Marie-Lou bei Young Elitzia auch schon ganz, ganz toll und hier hat er mir auch wieder richtig gut gefallen. Der geht locker von der Hand, der ist einfach, der ist nicht kompliziert und trotzdem ist er actionreich und voller Spannung und auch ein bisschen romantisch. Und ja, das ist einfach eine sehr, sehr gute Mischung, die Marie-Lou hier an den Tag legt. Und ja, ich kann euch Legend wirklich nur empfehlen. Ich fand die Geschichte richtig gut. Ich freue mich auf den zweiten und dritten Teil noch. Ich habe die zwei Bücher ja schon da. Danke, Niggi. Und ja, möchte die auch ganz, ganz bald mitlesen, dass ich diese Reihe dann auch gleich mit beenden kann. Und ja, Legend ist eine ganz, ganz tolle Jugenddystopie. Das Einzige, was mich gestört hat, das hatte ich in meinem Video auch schon gesagt, ist diese Sache mit dem Hund. Also unsere Protagonistin, die hat einen Hund, aber dieser Hund ist irgendwie immer alleine, der ist nie irgendwie mit dabei, der muss nicht Gassi, der wird nicht gefüttert und das ist alles völlig normal und okay. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz verstehen können, aber na gut, nobody is perfect. Das ist jetzt für unsere Geschichte auch nicht wichtig. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Hund überhaupt dann ist im zweiten und dritten Teil, ob der da überhaupt nochmal mit drin vorkommt. Keine Ahnung, das werden wir sehen. Aber das hat mich so ein bisschen gestört, dass so dieser Hund ein bisschen vernachlässigt wurde. Wenn er denn vernachlässigt wurde. Vielleicht hat man das auch einfach gar nicht erfahren, dass es im Hintergrund stumme kleine Helferlein gab, die mit dem Hund da Gassi gegangen sind und den gefüttert haben und so. Ich habe keine Ahnung, aber das hat mich so ein bisschen genervt. Aber ansonsten ein ganz, ganz tolles Buch. Damit wären wir beim letzten Buch, was ich im Februar beendet habe. Und zwar war das Rückkehr des Lichts, der zweite Teil der Königreich der Schattenreihe von Sophie Jordan. Und ich muss sagen, dieses Buch war auch wirklich die Enttäuschung des Monats. Ich habe den ersten Teil hier im Januar gelesen und der war so toll, der war so cool. Die Geschichte hat mich mitgenommen und die Charaktere haben mir gut gefallen. Und auch, es war einfach ein so gutes Buch. Und ich habe mich so auf den zweiten Teil gefreut. Und dann kam der an und ich dachte, wow, der ist aber dünn. Warum ist der so dünn? Es ist eine Dilogie. Warum, verdammt nochmal, ist dieser zweite Teil so dünn? Es ist am Ende vom ersten Teil doch gar nicht so viel passiert, dass das jetzt so dünn sein kann. Und ja, das war schon meine Ahnung, die ich hatte. Und dann hat sich das Ganze leider bestätigt, denn die Handlung wurde immer schwächer. Und ich habe zu Nina auch gesagt, mit der ich das Buch gelesen habe, sei gegrüßt an dieser Stelle, hallo, dass es mir so vorkommt, als hätte Sophie Jordan ursprünglich einen Dreiteiler schreiben wollen. Und dann hat aber der Verlag oder sonst wer gesagt, nee, mach mal nur zwei Teile drauf und sie muss jetzt abrupt ein Ende finden. So kam es mir vor beim Lesen. Denn wenn dieses Buch ein zweiter Teil gewesen wäre, wäre es völlig in Ordnung gewesen als Übergangsteil zum dritten hin. Dann hätte ich auch nichts zu meckern gehabt, was die Handlung betraf und das Ende. Aber so, dieses Ende ist einfach mal 30 Seiten lang. Also es passiert das ganze Buch im Endeffekt in Richtung, ich will mein Königreich zurück und den bösen König stürzen. Um was es ja eigentlich im Endeffekt auch mitgeht, passiert das ganze Buch nichts. 0,00 nichts. Das ganze Buch beschäftigt sich wirklich mit diesem Liebeshin und Her zwischen Luna und Fowler. Und das ging auch mir ein bisschen auf den Sack teilweise. Und dann kamen die letzten 30 Seiten und dann kam das Ende. Das wurde da so reingeprügelt, hatte ich das Gefühl. Das war auch absolut unlogisch für mich. Und das hat mir einfach echt diese ganze Reihe irgendwie kaputt gemacht. Und ich habe mir nur gedacht, warum? Sophie Jordan, warum hast du das getan? Die gleiche Scheiße war bei Infernale schon beim zweiten Teil. Sorry, dass ich das jetzt so knallhart sagen muss, aber da war es genau die gleiche Grütze. Da kam ich mir am Ende vom zweiten Teil auch total verarscht vor. Da habe ich auch nur gedacht, was? Warum? Und so ging es mir hier auch. Also von der Handlung her, wie gesagt, die ging steil bergab.
Was die Charaktere betraf, haben die mir auch nicht mehr ganz so gut gefallen wie im ersten Teil. Luna hatte dann irgendwann ziemliche Selbstzweifel, was ihre Liebe zu Fowler betraf. Und dann ging das so hin und her und auch er. Und es war einfach ein bisschen anstrengend während des Lesens. Und auch diese Nebencharaktere, die hier noch eingeführt worden sind in die Geschichte, die gingen mir auch eigentlich mehr auf den Sack wie alles andere. Und ich habe mir einfach nur teilweise gedacht, was soll das Ganze jetzt? Also was die Charaktere betraf, ging es auch eher... Und ja, vom Setting her hat es mir wieder ganz gut gefallen. Also schreiben und beschreiben und umschreiben und die Geschichte erzählen kann Sophie Jordan. Also sie kann schreiben. Und wie gesagt, wenn es der zweite Teil gewesen wäre, hätte ich nichts zu meckern gehabt an der Geschichte. Dann wäre es ein richtig guter Übergangsteil gewesen. Aber dafür, dass es der letzte Teil einer Dilogie ist, war es einfach zu schwach. Da war das Ende einfach zu abrupt und zu kurz und zu unlogisch. Und nein, das war einfach nicht mein Fall. Und deswegen war das auch meine Enttäuschung des Monats. Was ich so schade finde, denn der erste Teil war so gut. Der erste Teil war einfach so gut und er hat mich so mitgenommen. Und dann kam das hier. Damit kommen wir jetzt noch zu dem Buch, was ich abgebrochen habe. Ich habe dieses Buch natürlich in keine Statistik irgendwo mit reingezählt, auch wenn ich 160 Seiten dieses Buches gelesen habe, was echt verschwendete Lesezeit war. Und ja, dieses Buch war auch ein Buch von meiner 18 für 18 Liste. Ich hatte ja gesagt, dass ich im ersten Halbjahr versuchen will, jeden Monat zwei Bücher von dieser Liste zu lesen, dass ich dann ab Juli nur noch jeden Monat ein Buch davon lesen muss, in Anführungsstrichen, dass es für mich ein bisschen entspannter ist, weil ich bin Anfang des Jahres irgendwie immer motivierter, mich an meine Listen zu halten. Falls ihr euch fragt, warum es bei mir keine Leselisten-Videos gibt, weil ich mich da sowieso nicht dran halte. Ja, auf jeden Fall ist das ein Buch von meiner 18 für 18 Liste gewesen und zwar... Evermore von Alison Noel, Die Unsterblichen. Ich habe das Buch mit der Sarah angefangen zu lesen. Hallo Sarah! Und wir haben beide schon nach 100 Seiten gemerkt, so irgendwie wird das nichts. Und dann habe ich noch 60 Seiten weitergelesen und Sarah war noch nicht ganz so weit hinterher. Und ich habe dann zu ihr gesagt, lass es. Lies das nicht weiter, es wird immer schlimmer. Es ist einfach kein Buch für mich. Und mein Alter. Also ich gebe die Reihe jetzt auch ab an eine Arbeitskollegin, die hat eine 12-jährige Tochter und ich denke, bei der sind die Bücher richtig platziert. Ich denke, die wird ihre Freude mit den Büchern haben, aber ich bin definitiv für diese Bücher zu alt. Mir ging nach den 160 Seiten dieses Hin und Her zwischen der Protagonistin und dem Typen schon ziemlich auf den Sack. Mir ging dieser Typ einfach nur auf den Sack. Mir ging das Ganze drum und dran auf den Sack. Mir ging auf den Keks, dass man nicht erfahren hat, was mit der Protagonistin jetzt eigentlich los ist. Dass man da immer nur so ein Bröckchen hingeworfen bekommen hat. Ich meine, klar, dass das so ist, ist mir schon logisch. Aber das ging mir einfach nur auf den Nerv. Und dieses Ganze drum und dran hat mich genervt. Ihre Freundin hat mich genervt. Das war einfach alles nicht meins. Und ich konnte mit der Geschichte so überhaupt nichts anfangen. Und ihr wisst... Mein Motto dieses Jahr, brich schneller Bücher ab und gib dir nicht mehr jeden Scheiß. Es ist verschwendete Lesezeit und deswegen habe ich dann gesagt, ich breche das Buch jetzt an dieser Stelle ab. Ich lese jetzt mit Sarah ein anderes Buch und ja, das wird aussortiert, genau wie die anderen fünf Teile dieser Reihe. Denn es ist ja eine sechsteilige Buchreihe und nein, das gebe ich mir nicht. Das war mein Lesemonat vom Februar und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.